Mega zumachen. Kurz vorab, wir werden auch am Ende der dritten Veranstaltung diese zwei Becken hier verspielen. Teilnahme ist da vorne, können Karten ausgefüllt werden. Und dann gibt es zum Ende einen Gewinner für jeweils eines der Becken. So, wir haben ja heute ein Meerwasser-Live-Seminar für Meerwassereinsteiger. Wir möchten ganz gerne mal Leute an die Meerwasser-Aquaristik ranbringen, um einfach mal zu zeigen, dass das Ganze noch gar nicht so schwer ist. Wir haben uns für sogenannte Plug-and-Play-Systeme der Firma Aquamedic eingeschossen. Diese Systeme haben im Prinzip den großen Vorteil. Wir haben technisch gesehen, es wird ein wenig Technik benötigt. Wir haben bei diesem System im Grunde genommen alles vorhanden. Sprich, wir haben einen Eiweißabschäumer dabei, wir haben Strömungspumpe im Paket drin, wir haben alles im System im Paket enthalten. Kurz zu den Becken, wir haben einmal das Aquamedic Yasha. Das Becken steht zu drei Seiten aus Weißglas, was auch sehr schön ist. Dadurch werden die Korallen in der Farblichkeit besser herübergebracht. Das System hat hinten eine Filterkammer verbaut. Im Grunde genommen wird das Wasser nachher hier durchströmen und über einen Oberflächenkamm in die Filterkammer zurückgeführt und durch die ganze Technik gejagt. Das Aquamedic Yasha ist das kleinste Becken. Hier reden wir von 36 Liter. Das Blenny ist ein 80 Liter Becken, ist eigentlich für den Anfang eine kleine nette Hausnummer. Wir möchten heute einfach mal Ihnen zeigen, wie man so ein Becken im Grunde genommen von Anfang an richtig einrichtet. Das heißt, wir arbeiten, weil es in der Meerwasser-Aquaristik nicht so einfach ist, Becken mal ebenso hier hinzuzaubern, haben wir das alles schon mal ein wenig vorbereitet heute Morgen. Wir sehen, ganz auf der Ecke des Beckens ist es etwa fertig, ist aber noch sehr trüb. Deswegen haben wir uns hier die Becken auch schon mal insoweit vorbereitet und schon mal was reingesteckt. Anfangen würden wir im Grunde genommen, indem wir uns das Paket hier nehmen. Wenn wir das gekauft haben, packen wir es aus. In der Regel ist die Technik relativ einfach für jeden zusammenzubauen. Es ist auch eine Anleitung dabei, aber im Grunde genommen kriegt man das auch schon fast so hin. Wir haben hierzu auch separat über das Forum nanoriffe.de dann auch noch Unboxing-Videos gemacht, wie man das Ding mal auspackt, wie man das alles zusammensteckt und zusammenbaut. Kann man sich dann später auch nochmal ansehen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben das Becken jetzt zusammengestellt. So, dann fangen wir im Grunde genommen damit an, dass wir Wasser aufbereiten. Das ist in der Meerwasser-Aquaristik ein großes Thema. Wir können da nicht einfach normales Leitungswasser reinschütten, wie in der Süßwasser-Aquaristik. Wir müssen hier schon aufbereitetes Wasser benutzen, voll entsalztes Wasser. Dazu können wir einmal eine Osmoseanlage verwenden. Das ist jetzt für die Leute interessant, die sich im Grunde genommen das Wasser selber herstellen wollen. Wir haben also einmal die Möglichkeit einer Osmoseanlage, die wir zu Hause an einem Waschmaschinenanschluss anschließen oder halt eben am Waschbecken oder an der Brause, machen es auch viele. Hier können wir im Prinzip uns Reinswasser dann erstellen. Dann gäbe es noch die Möglichkeit eines Vollentsalzers. Vollentsalzer sind natürlich etwas teurer in der Anschaffung. Der Unterschied ist einfach der, bei der Osmose habe ich über die Membran hier drin verbaut ist, hole ich auch Schwermetalle und sonstige Sachen aus dem Wasser. Das heißt, hier kriege ich also 100% reines Wasser. Die Schwermetalle werden rausgefiltert, allerdings auch gute Sachen wie Kalzium, Magnesium, was auch im Trinkwasser vorhanden ist, was man eventuell vom Element her noch verwenden könnte, ist da auch mit weg. Beim Vollentsalzer kommt noch der zweite Vorteil, bei den Osmoseanlagen regen sich meistens die Frauen der Männer auf, weil da so viel Abwasser entsteht. Das heißt, wir haben hier ein Verhältnis 1 zu 4 meistenteils. Na, da ist natürlich die Sache, man kann das Wasser auffangen, für das Blumenwasser nehmen oder halt eben, wer gar kein Wasser verschwenden möchte, müsste dann in dem Fall einen Vollentsalzer nehmen. Der Vollentsalzer hat halt eben den Vorteil, sämtliches Wasser, was da rausläuft, können wir direkt verwenden. Oder halt eben, wir hätten noch die dritte Möglichkeit, der Megazoo hier, sowie auch wohl alle Megazoo-Filialen. Oben sehen wir die blauen Kanister. Wir bekommen auch in der Filiale im Grunde genommen Osmosewasser, sowie auch fertig aufgesalzenes Meerwasser. Die Möglichkeit bestände auch. Bei so einem kleinen Becken kann man natürlich auch hingehen und sagen, ich nehme jetzt das Set hier mit, ich nehme mir direkt Salzwasser mit und kann das Ding direkt füllen. Nur man muss halt drüber nachdenken, wo man nachher später zu Hause ist.
bei der Pflege und Wartung der Systeme, dass man da gegebenenfalls hingeht und mal überlegt, sich da vielleicht dann noch selber eine Osmose oder halt einen Vollentsalzer anzuschaffen. Weil die Kanister immer schleppen und wird wahrscheinlich irgendwann keiner mehr große Lust drauf haben. Gut, also dann zum Wasser. Wir gehen jetzt davon aus, Wasser haben wir da, ja, sei es von der Osmoseanlage oder hier aus dem Geschäft. Wenn wir uns das Wasser selber anrühren, müssen wir im Grunde genommen synthetisches Meersalz nehmen. Das heißt, wir rechnen uns die Menge aus. Über die Anleitung ist pro Salz immer genau ausgerechnet, wie viel Gramm pro Liter Wasser. Das rechne ich mir dann einfach aus. Mische dieses Salz mit dem Osmosewasser, also dem sprich komplett voll entsalztem Wasser, und rühre mir im Prinzip das Meerwasser an, was wir dafür brauchen. Als zweite Variante gibt es halt eben die Möglichkeit, das direkt fertig mitzunehmen. Das kann man natürlich auch machen. Aber Salz gehört eigentlich immer ins Repertoire, wo wir dann sagen, das braucht man immer mal für einen Wasserwechsel etc. So, wenn wir nun das Wasser alles da haben, gehen wir weiter im Text. Wir werden unten in das Becken, wir stellen uns jetzt mal vor, das Becken ist leer. Wir werden hier unten eine Hartschaumplatte besorgen, die genau die Innenabmessungen hat, und werden die als erstes unten in das Becken rein, ins leere Becken. Dann gehen wir im Grunde genommen hin, Meerwassersysteme haben keine Filtersysteme wie Süßwasser. Im Süßwasserbereich haben wir Außenfilter, Topfilter, wie sie eigentlich jeder kennt, die uns im Grunde genommen das Wasser reinigen. In der Meerwasser-Aquaristik funktioniert das über Lebendgestein. Das Lebendgestein ist besiedelt von Bakterienkulturen, die uns im Grunde genommen das Wasser sauber halten. Das Lebendgestein ist im Prinzip das ein und alles das wichtigste Bestandteil, was man im Grunde genommen am Anfang braucht. Das Lebendgestein gibt es überall, auch in den Filialen. Sollte eigentlich immer vorhanden sein, gehen wir jetzt einfach mal von aus. Das wird dann im Prinzip als nächstes gebraucht. Hier suchen wir uns im Grunde genommen ein paar kleine schöne Stücke aus. Wir haben hier auch die Stücke einfach aufeinander gestellt. Wenn wir das zu Hause machen und richtig, dann würden wir das Lebendgestein noch vom Mörtel mit Riff mörteln. Das heißt, wir machen das Lebendgestein noch fest, dass es nicht mehr verwackeln kann oder umfallen kann. Weil wenn ich jetzt hier in den Becken ein bisschen rumhantieren würde, würde wahrscheinlich dieser Aufbau könnte auch nach vorne fallen und durch die Scheibe durchfallen. Und daher setzen wir die Dinger also zu Hause dann eigentlich, werden die fest vermörtelt. Das Lebendgestein ist also im Grunde genommen das Wichtigste, weil es unser Filter ist. Dazu müssen wir natürlich bedenken, wir müssen in einem Riffaquarium immer eine hohe Strömung haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir ungefähr eine Umweltmenge rechnen, den 10- bis 15-fachen Umsatz an der Wassermenge des Beckens berechnet. Das Gestein wird durchströmt und filtert im Grunde genommen so durch unser Wasser. Und wir sollten immer bedenken, dass wir vom Lebendgestein, von der Menge aus, das alles so meistens, also ich würde immer in so kleinen Becken zumindest, würde ich das Säulen bauen. So wie wir es jetzt hier auch getan haben, das ist immer sehr schön. Zu bedenken ist, die Hartschaumplatte, die unten drunter als erstes reinkommt, da kommt das Lebendgestein direkt drauf. Es wird darauf draufgestellt und die Hartschaumplatte erfüllt im Grunde genommen den Zweck, dass uns unten spitze Kanten in dem Gestein nicht uns später die Bodenscheibe im Prinzip durchdrücken können. Wenn das Gestein im Becken sitzt, dann gehen wir hin und legen einfach den Sand drumherum. Der Sand sollte in etwa so 1 bis 2 cm rum sein. Optimalerweise ist natürlich relativ feiner Sand, weil der feine Sand setzt sich nachher zu und wir müssen berechnen, wir haben Rückstände im Becken, es sterben also Lebendgestein am Anfang, wenn wir es frisch reinsetzen. Es ist ja mehrere Stunden unterwegs gewesen, da sind schon viele Sachen drauf abgestorben. Diese Sachen werden sich dann ablagern, werden durchs Becken strömen und der feine Bodengrund hat dann eben den Vorteil, dass wir nachher eine Ebene Fläche haben, wo die ganzen Partikel drüberströmen können und bestmöglich rausgefangen werden könnten oder halt über den Oberflächenkram werden sie in die Kammer gezogen und werden hier hinten dann im Prinzip im Filter festgehalten. So, wenn wir die Steine und den Sand drin haben, dann können wir im Grunde genommen hingehen und das bereitete Wasser reinsetzen. Das Wasser füllen wir im Prinzip einfach ein bis zu einer gewissen Wasserlinie.
Wir haben hinten durch die Technikkammer. Das System ist so konzipiert, dass unsere Strömungspumpe, die für Strömung sorgt, auch gleichzeitig den Filter betreibt. Das heißt, hier sitzt hinten eine Pumpe drin. Die Pumpe schiebt uns Wasser nach vorne, leert hier hinten im Prinzip den Wasserstand in der Kammer und dadurch zieht das Wasser hier oben über den Oberflächenabsauger rein und geht hier unten einmal quer durch die Kammer durch. Wir sollten dann hingehen und erstmal abwarten. Das heißt, in der Meerwasseraquaristik sieht das so aus, dass wir eine sogenannte Einfahrphase erleben werden. Das heißt, das Gestein hat aufgrund des Transports eigentlich ja, ein bisschen Schiffbruch erlitten, sage ich mal. Sind natürlich viele Bakterien auf abgestorben. Dadurch wird das Becken erstmal in Ruhe gelassen. Wir lassen die Becken in der Regel 14 Tage komplett stehen. In dieser Einfahrphase wird sich das gesamte Becken verändern. Das heißt, wir werden im Prinzip braunen Belag auf dem Boden bekommen, wir werden grünen Algenbelag bekommen, später werden aus dem Lehmgestein heraus höhere Algen herauswachsen und wir gehen in etwa nach 14 Tagen hin und setzen schon mal höhere Algen ein und bedingt schon mal leichte Weichkorallen, die leicht haltbar sind, um halt eben dem Phosphatabbau und Nitratabbau entgegenzuwirken, weil diese dann im Prinzip als Verbraucher gelten, die Weichkorallen, und diese Stoffe schon aus dem Wasser rausziehen. Wenn die Einfahrphase dann um ist, wie gesagt, 14 Tage, 3 Wochen, das variiert immer. Es gibt auch manche Becken, die sind gar nicht in der Algenphase reingekommen, da hat es wunderbar funktioniert. Andere waren komplett grün gewesen. Es ist halt immer, was haben wir da an Bakterien noch drin, was sind die Stämme, sind sie noch gut, sind sie nicht mehr gut gewesen. Das wird sich dann halt eben zeigen. Und dann fangen wir im Grunde genommen nachher an und können die Becken dann auch schon mit den Korallen besetzen. Da fangen wir dann auch wieder mit den Weichkorallen an. Es wird eine sogenannte Klinikrew eingesetzt. Die Klinikrew besteht im Prinzip aus Schnecken und aus Einsiedlern, die uns im Grunde genommen das Becken erstmal wieder grob reinmachen, uns die Algen wegfressen und, und. Zum Lehmgestein noch mal kurz darauf zurückzukommen. Lehmgestein ist natürlich die beste Sache in meinen Augen. Ich habe immer Lehmgestein verwendet. Man kann hier natürlich auch Totgestein verwenden. Wir sehen hinten auf dem Holztisch als Beispiel, haben wir Riffsäulen schon vorgefertigt. Das ist im Prinzip Totgestein, das heißt, das war mal Lehmgestein, was getrocknet wurde. Das können wir natürlich auch in so einem Becken im Prinzip reaktivieren. Dadurch hätten wir den Vorteil, dass wir sagen können, wir gehen hin und ich will einen ganz speziellen Aufbau. Weil die Steine sind halt immer, wir gucken eine Box an und wir müssen uns Passendes nehmen. Wenn wir es jetzt mit Totgestein machen, im Grunde genommen haben wir die Möglichkeit, uns da selber was aufzubauen. Kann man auch machen. Nur die Becken müssen halt eben dementsprechend dann mit Bakterien angeimpft werden, sodass wir die Biologie im Prinzip nachträglich ans Laufen bekommen. Im Lehmgestein hat man noch die zweite schöne Sache. Wir sagen dazu auch immer, das Lehmgestein ist die Wundertüte. Das heißt, in den Steinen sind ja auch schon Tiere vorhanden. Wir haben da Schnecken drin, wir haben Schlangenseesterne. Wir haben also heute zum Beispiel bei den Steinen hat man gehabt, dass wir über Seeigel das schon mit drin hatten. Das ist natürlich immer eine Sache, weil man kann gerade bei diesem kleinen Nanobecken kann man relativ schön beobachten. Weil ich halt eben einen recht kleinen Abstand zum Stein habe und ich kann genau gucken, was kommt da raus, abends, wenn das Licht ausgeht, kommen irgendwelche Ärmchen da raus und Würmer und was nicht alles. Ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte, die da auch noch sehr schön ist. Gut, wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn wir unsere Einfahrphase beendet haben, und wir fangen an mit dem Korallenbesatz, sollte man natürlich sich auch immer vor Augen halten, was setze ich in dieses Becken rein oder was passt denn an 80 Meter? Das Becken hier, das kleine, würde ich sagen, ist eigentlich ein reines Korallenbecken. Wenn ich einfach mal schöne kleine Korallen reinstelle und nichts Großartiges an Tieren reinpacke, also sprich an Wirbellosen jetzt, Garnelen oder so, und Fische in der Regel nur ganz bedingt, ganz, ganz kleine Nanofische allerhöchstens. Bei dem 80 Liter Becken, da können wir natürlich schon ein bisschen mehr reinpacken, da kann man ein paar schicke Garnelen reinpacken, da können wir auch ein paar nanotaugliche Fische reinpacken, groß natürlich auch nicht. Also wer, die meisten Leute kennen immer halt vom Meerwasser halt einen schönen großen
diesen gelben Dock. Ja, das ist so der bekannteste Fisch. Sowas kann man natürlich in diesem System nicht machen. Ja, es ist einfach einmal der Grund, der Fisch braucht einen wesentlich größeren Schwimmbau, als er hier geboten bekommt. Und man darf natürlich nicht außer Acht lassen, die Systeme haben zwar Eiweißabschäumer und alles mit an Bord. Das Problem ist aber, wir können eine Verschmutzung, wenn ein Fisch uns fressen, der Fisch macht wieder Abfälle. Das können wir alles gar nicht mehr in den Systemen auffangen. Durch den Wasserwechsel können wir das in der Regel auch nicht immer abfangen. Von daher sollte man sich da bewusst sein, dass man hier auch wirklich erstmal ein Becken einrichtet, was hauptsächlich mit Korallen bestückt sein wird. Dann möchte ich noch kurz was zur Pflege sagen. Die meisten Leute haben ja grundsätzlich immer erstmal Angst vor der Meerwasseraquaristik, weil da kann man ja viel verkehrt machen, das ist ja unwahrscheinlich aufwendig. Es ist gar nicht so aufwendig. Wir müssen uns einfach mal etwas Zeit muss man natürlich auf jeden Fall mit sich bringen. Das fängt täglich schon damit an. Wir müssen überlegen, das Becken hat natürlich eine Verdunstung aufgrund seiner großen Fläche. Das heißt, wir füllen tagtäglich Osmosewasser nach. Weil das Wasser, das reine Wasser, wird verdunsten, zurück bleibt das Salz und dadurch steigt natürlich die Salzdichte. Das heißt, wir müssen also täglich nachfüllen mit Osmosewasser. Dazu machen wir meistens bei den Systemen hier oben einfach mit dem Edding einen Strich rein, damit wir jetzt den optimalen Füllstand haben. Und da können wir dann jeden Tag im Prinzip gucken, wie weit er abgefallen ist und füllen das System dann wiederum mit dem ab. Das müssen wir natürlich jeden Tag machen. Dann müssen wir jeden Tag im Grunde genommen die Scheibe putzen. Das ist bei der Meerwasseraquaristik auch sehr wichtig, weil sich hier Algen draufsetzen und diese Algen, wenn die nicht tagtäglich entfernt werden, dann setzen die sich so fest drauf und werden zu sehr starken Grünalgen, die wir überhaupt nachher nur noch mit einer Rasierklinge haben. Okay, also da auch nur als kleiner Tipp auch, ich würde es wirklich jeden Tag machen, ich vergesse es auch immer wieder. Ich muss dann nach drei Tagen auf die Tür ran. Aber wenn man es einhält, dann ganz konsequent ist, kann man sich natürlich viel arbeiten. Gut, das Nachfüllen, wie gesagt, das haben wir jeden Tag. Wir müssen natürlich auch beim Meerwasser ab und an mal, ich würde jetzt vorschlagen, einmal die Woche einen Wassertest machen, um einfach mal zu gucken. Drei Grundwerte haben wir hier, den pH-Wert, den Calcium-Wert und den Magnesium. Diese Werte würde ich, wie gesagt, einmal die Woche testen, um zu gucken, wie das System steht, ob irgendwelche Elemente fehlen, die wir nachreichen müssen. Und da würden wir dann im Grunde genommen bei diesem Becken in der Größe, ich sage, kommen wir mit einem Wasserwechsel. Das heißt, wir müssen dann am Wochenende 20% der Gesamtwassermenge wechseln. Das heißt, wir nehmen 20% raus, machen uns neues Osmosewasser, reichern es mit dem neuen frischen Salz an und tauschen das Wasser aus. Das heißt, wir nehmen jetzt hier 10 Liter raus und müssen 10 Liter wieder reingeben. Dadurch gehen wir im Prinzip hin und füllen die verloren gegangenen oder gefressenen Elemente, füllen wir somit wieder nach. Bei den kleinen Systemen, denke ich mal, werden wir damit mit Sicherheit hinkommen. Bei größeren Aquarien gibt es dann halt noch verschiedene Methoden des Auffüllens. Das ist dann die Balling-Methode oder halt eben per Zugabe der einzelnen Elemente direkt. Weil die Korallen, die hier später reinkommen werden, die sind ja Verbraucher. Das heißt, die Korallen verwerten im Grunde genommen unsere drei Elemente. Und die müssen wir denen natürlich auch immer wieder nachgeben. Hinzu kommen noch Spurenelemente, Aminosäuren, das kommt nachher immer auf die Korallen. Aber wir werden bei den kleinen Systemen in der Regel mit einem normalen Wasserwechsel hinkommen. Das heißt, das ist nun auch nicht so aufwendig. Im Grunde genommen ist dann noch zu sagen, was auch noch sehr schön ist heutzutage, im Zeitalter der steigenden Energiekosten, ist natürlich für viele Personen bei so einem Meerwasserbecken auch der Verbrauch entscheidend. Diese Systeme hier von Aquamedic sind halt eben Energiesparsysteme. Das heißt, das Aquamedic Yasha zum Beispiel wird komplett betrieben mit einer Stromaufnahme von 20 Watt. Das ist natürlich sehr gering. Möglich ist das halt eben über die LED-Beleuchtung, die wir heute haben. Früher waren es halt Leuchtstoffröhren oder HPI-Beleuchtungen, die natürlich richtig Watt gezogen haben. Hier können wir natürlich mit diesem kleinen System relativ kostengünstig fahren.
weil die Energiekosten meistens das Höchste an den Becken halt sind. Es ist überwiegend die Beleuchtung, die eigentlich das meiste verbraucht. Nachteilig ist natürlich da, man ist auch in den Korallen etwas begrenzt. Das heißt, bei dem Becken haben wir natürlich von der Lichtausbeute, die ist natürlich nicht so hoch. Das heißt, wir sind hier in den Korallengesetzen begrenzt. Diese Becken hier können wir schätzungsweise mit Weichkorallen, LPS-Korallen bestücken. Da werden wir noch mit hinkommen. SPS-Korallen, das sind also die kleinen polypigen Steinkorallen, die würde ich im Prinzip in dem Aquamedic Blending Advanced nutzen. Das Becken hier hat im Grunde genommen eine neue LED bekommen. Das ist eine 50 Watt LED. Die hat natürlich im Gegensatz zu dem anderen wesentlich mehr Leistung. Hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit hinzugehen und auch hier Steinkorallen in das System einzufügen. Steinkorallen gibt es natürlich auch sehr schöne bunte, wobei ich persönlich natürlich auch im Meerwasser halt es immer lieber habe, wenn ich da ein bisschen Dynamik drin habe. Wenn wir irgendwas haben, was sich halt eben bewegt, sieht halt immer schöner aus als eine Steinkoralle, die hier unten im Prinzip einfach nur statisch steht und irgendwie langsam mit der Zeit wächst. Aber es wäre rein theoretisch mit der Advanced-Version, wäre es in der Tat möglich, auch Steinkorallen zu halten, selbst in so einem kleinen System. Gut, weiterhin zur Pflege. Wir haben gesagt, einmal täglich müssen wir Wasser nachfüllen. Einmal in der Woche macht man Wasserwechsel. Ist auch nicht der Riesenaufwand. Ansonsten werden im Grunde genommen die Eiweißabschäumer je nach Aufwand gereinigt. Das wäre dann im Prinzip diesen Topf abnehmen. Der wäre dann voller Schaum im Grunde genommen. Richtig schöne, schwarze stinkende Brühe. Der wird dann im Grunde genommen sauber gemacht. Das muss man halt nach Bedarf. Wir sehen ja von außen, können wir ja halt sehen, wenn er irgendwo hier oben angekommen ist, dann ist er halt voll. Dann muss ich ihn halt rausnehmen und sauber machen, so dass er uns nicht überläuft. Das wäre halt noch zu beachten und ansonsten sind die Systeme eigentlich in der Regel recht wartungsfrei. Da brauchen wir so viel gar nicht mehr zu machen. Und dann kann man natürlich auch hingehen, wer sich das selber nicht traut, an die Wassertests selbst ranzugehen. Der kann selbstverständlich auch hier in die Filiale kommen. Hier werden auch Wassertests gemacht. Und der Herr Ruschke wird Ihnen dann auch mit Sicherheit sagen, welche Parameter nicht stimmen und was wir halt eben ausgleichen müssen. Dafür haben wir dann natürlich Möglichkeiten im Pflegeprogramm von Aquamedic, wo man halt eben die einzelnen Elemente kaufen kann und die halt eben flüssig zudosieren kann. Ja, ansonsten ist das alles eigentlich gar nicht so schwer, wie man sich vorstellt. Hat dazu noch jemand Fragen? Eine Kammhaut. Eine Kammhaut, genau. Ja. Ja, dann wird er mit Sicherheit wahrscheinlich den falschen Wasserstand eingestellt. Ja? Wenn der Wasserstand im Grunde genommen zu hoch ist, dann kann diese Oberflächenabsaugung hier nicht richtig funktionieren. Das heißt, das Wasser muss hier hinten. Man kann das hier etwas sehen, die Leute von da vielleicht hier so ein bisschen. Wir haben hier den Unterschied drin. Wir haben ja hier im Prinzip so einen Fall drin. Ja? Und das muss natürlich so sein, dass das Wasser hier richtig runtergezogen wird und im Prinzip die Oberfläche dann abzieht. Dann hat er, ich vermute es einfach mal, den Wasserstand einfach entweder zu niedrig, sodass hier oben kein Versatz mehr drin ist, oder er hat ihn einfach zu hoch stehen. Dann funktioniert im Prinzip der Oberflächenabzug auch nicht. Der Wasserstand muss schon im Prinzip richtig stehen, deswegen sagte ich, es ist hier bei den Systemen nicht markiert, deswegen markieren wir das halt immer uns mit einem Edding. Da gibt es halt den optimalen Wert. Und dann muss man natürlich auch immer noch davon ausgehen, wir haben ja im Grunde genommen hier unten noch einen Controller für die Pumpe sitzen. Und da können wir ja auch die Strömungsgeschwindigkeiten einstellen. Und da müsste er vielleicht mal gucken, dass er da vielleicht zu schwach ist, dann könnte er dann die Strömungen verstärken. So, und wenn ich jetzt die Strömung halt eben anpasse, ich muss dann halt immer den Wasserstand, weil jetzt sieht man das hier vielleicht, die Leute, die hier sitzen, jetzt fällt halt im Prinzip ab und wir haben jetzt hier einen sehr hohen Zug drauf, dass das Wasser hier wirklich richtig reingedrückt wird. Und dann funktioniert auch dieser Wasseroberflächenabsauger. Würde sich trotzdem
Stein empfehlen, am Anfang mit Starterbakterien irgendwie anzuhelfen? Da kann vielleicht hier der Lutz was zu sagen, der ist hier unser Chemie-Spezialist. Wobei das aber Biologie ist. Ja gut. Ist eine Glaubensfrage. Also ich denke, ich kriege in 15 Tagen rein mit Lebendgestein das gleiche Ergebnis wie in 2 Wochen. Bei Totgesteinanteil macht es sicherlich Sinn, aber bei reinem Lebendgestein ist es nicht so. Wenn man sich damit besser fühlt, ja. Also es kann gemacht werden, es muss nicht unbedingt. Also wenn ich es im Lebendgestein im Prinzip, wie gesagt, ich habe mittlerweile schon viele Becken, ich habe auch bei Mitgliedern, wir betreuen ja auch Mitglieder über das Forum halt eben auch vor Ort, wir kommen also auch raus und solche Geschichten, das machen wir ja auch. Ich habe glaube ich schon mittlerweile 70, 80 Becken eingerichtet, die wurden alle erfolgreich mit Lebendgestein eingerichtet und das hat bis jetzt auch eigentlich immer hingehauen. Und es war auch, wie gesagt, in der Regel nach 14 Tagen durch. Es variiert halt immer, das Lebendgestein ist immer halt fraglich, wo kommt es her, wie lange war es unterwegs, wie viele gute Bakterien haben wir da drin noch enthalten. Ja? Und dann ist halt eben auch damit ausschlaggebend, habe ich gute Bakterien drin, geht es natürlich schneller. Habe ich wenige drin, müssen sich noch lange entwickeln, dauert halt die Einfachphase etwas länger. In der Regel, wenn man es vernünftig macht, sage ich jetzt einfach mal, wenn wir es gesagt haben, diesen Ablauf einfach einhält, sind die Becken in der Regel in 14 Tagen einsatzbereit. Das heißt, sie können dann mit den ersten kleinen Korallen und Weichkorallen besetzt werden. Und dann richtet sich die Biologie immer weiter auf. Und das System läuft nachher im Grunde genommen dann von allein, wenn sich die Kulturen halt eben dementsprechend entwickelt haben. LED-Beleuchtung soll ja länger halten, aber auch die könnt ihr mal kaputt machen, kann man die einzelnen neu ausrechnen? Ja, also bei diesen Systemen hier, das sind ja alles die Aquamedic Aqua Sunspots, die kann man natürlich im Prinzip, wie man es von den älteren Halogenlampen, das ist die gleiche Fassung, die ziehe ich einfach raus, kann ich nachkaufen, reinstecken, fertig. Bei dem neuen System kann ich die auch wechseln. Dazu muss ich im Grunde genommen, kann ich unten die Platte rausschrauben, nehme die Abdeckung ab und dann sind die einzelnen LEDs sind alle gesteckt. Das heißt, ich muss dann halt eben bei Aquamedic anfragen oder ich weiß nicht, ob das später ins Sortiment übernommen wird und dann kann man die auch einzeln nachkaufen. Wobei wir bei LEDs in der Regel bisher noch nicht wirklich hatten, dass da mal welche kaputt gegangen sind. Also in der Regel halten die um die 10 Jahre rum problemlos. LEDs lassen in der Leistung nach. Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, die machen es nicht, sie tun es in der Tat. Es kommt aber auch viel mehr darauf an, die LEDs, die hier drin verbaut sind, sind Qi-LEDs und die sind minder bestromt. Das heißt, die werden mit 350 mA gefahren. Die können aber auch mit 3000 mA gefahren werden, einige von denen, die weißen zumindest. Jetzt kommt natürlich das ins Spiel, wenn Sie da eine LED im Hersteller haben, der die so hoch bestromt, dann verschleißen die in der Tat relativ schnell. Dann haben die sogar schon innerhalb von, ich glaube, 9 Monaten, wir haben das mal getestet mit einem paar Messgeräten, haben die innerhalb von 9 Monaten schon nachgelassen. Wenn die aber richtig mit 350 mA bestromt werden, dann halten die in der Regel, sollten sie 10 Jahre, wir haben natürlich keine Vorlaufzeit gehabt. Aber in der Regel müsste es eigentlich halten. Sonst noch wäre eine Frage. Ich wollte fragen, diese Teils, wie haben Sie das in positioniert? Ja. Bei Ihnen ist das hinter. Ist das okay? Von aus energetischer Sicht? Oder? Dass der Heizer hinten in der Kammer drin ist? Ja. Ja, der kann hinten in der Kammer. Also ich würde ihn hier drin natürlich nicht schön finden, wenn er in der vorderen Kammer ist. Wir müssen auch hier immer rechnen, den Heizer können wir in diesem System ruhig hinten positionieren. Weil, wenn uns irgendeine Pumpe ausfällt, haben wir hier kein Problem. Es bleibt einfach alles stehen und der Wasserstand gleicht sich in der Kammer und im vorderen Teil des Beckens aus. Das heißt, in einem Notfall würde der Heizer hinten immer unter Wasser bleiben. Bei anderen Beckensystemen ist natürlich das Problem, wenn wir da einen Heizer, da muss man in dem Technikbecken gut aufpassen, wo ich den reinpacke, weil da kann es eine Kammer geben, die gegebenenfalls leer gepumpt werden könnte von der Pumpe. Ja, das kann aber hier nicht passieren.
Von daher würde ich ihn einfach hier hinten positionieren, am besten auch in der ersten Kammer, weil hier haben wir im Grunde genommen das Wasser reinkommen und das Wasser muss nach unten fallen. Und da das Wasser aufgeheizt wird in der ersten Kammer, warmes geht natürlich immer nach oben. Dadurch haben wir oben immer das Warme stehen, was nach unten durch die Kammer weggezogen wird. Dadurch haben wir hier natürlich die beste Position, um das Wasser auch dementsprechend aufheizen zu können. Und diese Geschwindigkeit von Strom, also ist diese Gerät kann man einstellen. Und wie hoch soll ich das einstellen? Also optimalerweise, ich habe es jetzt auf maximal gesetzt. Ich persönlich würde es bei diesen Becken auf jeden Fall auf maximal laufen lassen. Bei dem Becken würde ich es ungefähr auf, würde ich es mit 6 Volt laufen lassen. Also ungefähr die Hälfte. Ja, weil wir müssen rechnen, das ist hier eine Nanoprop 5000. Das heißt, die beiden Becken haben eigentlich die identische Pumpe verbaut. Wobei ich hier natürlich nur die Hälfte an Wasser habe. Dadurch würde ich dieses Becken nur mit der halben Leistung fahren, was die Pumpe kann. Und dieses Becken würde ich mit der vollen Leistung fahren. Wir haben das Wasser gekauft im Geschäft von Aquarium schon. Wir haben pH-Wert gemessen 7,8. Jetzt haben wir schon fast 50 Tage vorbei. Und dieser pH-Wert bleibt bei uns trotzdem 7,8. Und irgendwie, das verstehe ich nicht. Also ich habe auch diese Lebendgestein, warum dieser Wert geblieben ist. Und wir haben schon gekauft Schnecken. Garnelen, da haben wir schon 2 tote Garnelen und 2 tote Schnecken. Deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht wegen diesem pH-Wert. Nein, der pH-Wert muss sich ja nicht unbedingt verändern. Wenn Sie sagen, dass Sie tote Schnecken, tote Tiere haben, dann muss man natürlich davon ausgehen, wenn die Einfahrphase, wie lange steht das Becken denn überhaupt? Haben wir jetzt 49 Tage. 49 Tage. Gut, wenn Sie das Becken natürlich aufgestellt haben, die Einfahrphase ist vorbei, die Algen gehen zurück. Das muss man natürlich sehen, wenn diese Algenphase vorbei ist. Dann sollte man natürlich auch das Wasser einmal halt messen lassen. Da gibt es auch Ammoniumwerte, das sind halt Gifte im Wasser, die die Lebewesen nicht vertragen. Es kann natürlich möglich sein, dass das Becken, was Sie aufgestellt haben, zu viel Unrat drinnen hatte, was halt eben abgestorben ist und im Prinzip das Wasser quasi nahe an der Vergiftungsgrenze ist. Und wenn man dann ein Lebewesen da reinpackt und man hat die Werte im Vorfeld nicht durchgemessen, kann es natürlich sein, dass denen das nicht gut bekommt. Also ich habe natürlich auch gemessen, Nitrat und Nitrit, und das war alles okay. Also das Einzige, was bei uns nicht stimmte, war diese Pfeile. Dann stellt sich aber chemisch die Frage, wie die Carbonatdichte dabei war, weil der pH-Wert ja beleuchtungsabhängig ist und damit nachts eigentlich abfallen sollte. Wenn er jetzt hast über Nachbeleuchtung, weil er nur bei 7,8 ist, wird es höchstwahrscheinlich nachts in Sauerstoffzehrung geben und die Tiere sterben, ersticken dann quasi. Weil die Sauerstoffsättigung nachts nicht mehr ausreicht, weil sich nachts das CO2 zurücklöst aus dem Algen, dadurch das Wasser sauer wird und Sauerstoffzehrung. Ja. Also ich denke, es kann durchaus auch eine Sauerstoffzehrung liegen bei den Kameraden. Im Zweifelsfall würde ich das gleich vielleicht einfach mal gesondert besprechen. Oder? Also das können wir gleich gerne hinten am Stand noch absprechen. Ja. Das machen wir gerne. Sie haben Ihnen eine tägliche Scheibenreinigung empfohlen. Ein Tipp, wie man das am besten bewerkstelligt, weil meine Frau war sie ja übermotiviert und ist dann mit so einem Flocki rangegangen und hat prompt die Frontscheibe verkratzt und das Becken ist jetzt gerade 3 Tage alt. Okay. Ja, also ich meine, Floaty würde man natürlich auch benutzen. Ja. Das ist ganz klar. Man muss natürlich aufpassen, dass wenn man hier unten in den Bereich kommt, in den Bodenbereich, da nicht zu stark in den Sand reingeht, weil dann hole ich mir in der Tat, je nach Körnung des Sandes, setzt er sich natürlich von innen auf den Reiniger drauf. Und wenn ich dann den Sand dazwischen habe, und das ist auch noch Weißglas ist halt eben sehr weich, da muss man halt besonders auch noch mit aufpassen, weil es verkratzt natürlich sehr schnell. Also mit einem Floaty machen wir es auch. Ansonsten gibt es natürlich auch, ich weiß nicht, der Hersteller, es gibt auch noch im Prinzip eine Art, ich sag's mal so ähnlich wie eine Flaschenbürste, sieht es aus. Das ist ein kleines Vlies, was unseren Griff im Prinzip rum ist, und da kann man auch mit rein. Damit kann man die auch sehr schön sauber machen.
dann so Mikrofaser. Da ist so eine Art Mikrofaser vorne drauf. Damit kann man die auch sehr schön sauber machen. Nur auch da muss man natürlich immer aufpassen, wenn ich hier unten in den Sand reinkomme und ziehe mir den damit rein und ziehe mir den komplett über die Scheibe, dann habe ich natürlich Kratzer an der Scheibe. Kann man sie wieder ausprobieren? Wir haben einige Leute im Forum mal gehabt, die in der Tat Kratzer ausprobiert haben. Nur sie müssen natürlich das Becken leer machen, weil wenn die von innen sind, kommt man das schlecht ran. Von außen? Von außen. Ja, ja. Okay. Ja, also von außen sollte es in der Regel kein Problem sein. Da müsste man vielleicht auch gleich mal im Infostand nochmal nachfragen. Es gab da mal einen Beitrag drüber, es hatte jemand mal in der Tat ein gebrauchtes Becken gekauft und hatte viele Kratzer drin, die er nicht mehr haben wollte. Und er ist dann halt an K-Glas rangetreten und hat gesagt, kann man denn nicht auch bei mir die Kratzer mal aus dem Becken holen? Und er hat es in der Tat geschafft. Also irgendwas hat er benutzt, er hat es auch im Forum geschrieben gehabt. Das sollte in der Regel möglich sein. Sonst noch eine Frage. Es kommt ganz drauf an. Es geht ja zum einen, geht es im Prinzip kurz auf die Eintauchtiefe an, ja, wo ich jetzt auch hier meinen Wasserstand stehen habe. Und ich persönlich würde sagen, wenn der innen drin jetzt verbaut ist im Becken, so als Anhaltspunkt, würde ich den Schaum im Grunde genommen hier unten in diesem Teil halten, sodass hier der Schaum endet, der hier drunter dann sprudelt. Er sollte nicht hier schon drin stehen, sondern er sollte im Prinzip hier unten enden. Und dann haben Sie eigentlich eine optimale Einstellung, dass der nass, dass er im Prinzip trocken abschäumt. Wenn Sie den zu hoch anstauen und wir haben den Schaum hier oben schon stehen, dann ist das Pöttchen A wahrscheinlich innerhalb von einem Tag dreimal übergelaufen. Und das Abschäumerergebnis ist halt eben recht nass abgeschäumt. Und was eigentlich effektiver ist, wenn es relativ trocken abgeschäumt wird, dann würde der Stand hier unten drunter stehen, jetzt wo das Blaue ist quasi, hier sollte im Prinzip die Bläschen, der Schaumteppich enden. Und dann haben wir im Prinzip mit Sicherheit das beste Ergebnis. Wobei man natürlich hier auch immer ganz klar sagen muss, wir haben hier immer das Problem der Verdunstung. Wenn ich hier keine genaue Markierung habe, die meisten Leute arbeiten ohne Markierung, das heißt, die haben über den Tag gesehen einen schwankenden Wasserstand. Demnach verstellt sich auch dieser Abschäumer natürlich. Ja, der muss natürlich immer mit dem gleichen Wasserstand hier hinten in der Technikkammer gefahren werden, weil ansonsten reguliert er sich von alleine nach unten oder nach oben. Ne? Also da muss ich auch explizit darauf achten, dass ich hier hinten im Grunde genommen halt immer meinen Stand halte, um damit auch das optimale Abschäumerergebnis zu erzielen. Wir haben gekauft auch diese Bakterien und das heißt Rotlochreinigungsflüssigkeit und dann tun wir jede Woche, einmal pro Woche diese Bakterien und diese Aquarien reinigen. Ist das richtig? Also ich würde es da nicht reinmachen, Reiniger erstmal schon mal gar nicht. Bakterien müssen da auch nicht immer rein. Ja, also ich persönlich gehe bei mir vielleicht einmal im Monat hin und kippe ein bisschen was an Bakterien hinterher, um die Bestände halt immer gut aufrechtzuerhalten an Bakterien. Aber das ist nicht zwingend notwendig. Also so viel würde ich da auch gar nicht reinschauen. Weil es soll in der Regel ja nachher alleine laufen, dieses System. Es soll von den Bakterien alleine getragen werden können und nicht, dass sie jedes Mal immer wieder Bakterien danach füllen müssen. Also ich würde es mal ohne die Bakterien, oder was sagst du dazu, Lutz? Ohne. Auch ohne, ne? Ja. Und diese Aquariumreiniger... Würde ich in der Meerwasser-Aquaristik gar nicht machen, überhaupt nicht. Würde ich ganz rauslassen. Ich habe aber bekommen von Fachgeschäft. Ja, gut, was soll ich jetzt dann noch sagen, ja, also... Ja, es wird auch mal was mitgegeben, deswegen erklären wir das auch hier und machen das auch heute, um die Leute einfach mal da ranzubringen. Man kann es am Anfang, wie gesagt, zusätzlich mit den Bakterien, man kann das machen. Wir haben auch viele Leute, die einfach als Starterbakterien mit reinsetzen.
Man kann es machen, aber ich würde es auch wirklich nur einmalig am Anfang vielleicht einmal Bakterien dabei packen. Es muss nicht sein, es ist nicht notwendig. Man kann es machen, aber danach würde ich die auch einfach absetzen. Und jetzt haben wir zum Beispiel zwei Schnecken haben bei uns überlebt. Und jetzt kann ich noch ungefähr 8 Stück von Gestein. Jetzt wollten wir eigentlich diese kleinen Krebse kaufen. Können wir das machen? Fressen die nicht gegenseitig unsere Schnecken? Die Einsiedlerkrebse. Die Einsiedlerkrebse. Ja gut, die Einsiedlerkrebse gehen natürlich hin, die brauchen Häuschen. Das heißt, Sie können denen Häuschen kaufen im Vorfeld. Es gibt immer kleine leere Häuschen zu kaufen. Weil klar, der Einsiedlerkrebs, der wächst. Das heißt, beim Wachstum wechselt er sein Haus. Und ich muss natürlich, wenn ich Einsiedlerkrebse kaufe, denen auch Wechselhäuschen ins Becken reinwerfen. Wenn die keine Wechselhäuschen haben, dann machen die das natürlich wie im Meer. Dann suchen die sich eine Schnecke. Okay, das Gehäuse passt. Zack, dann ziehen die Schnecke da raus und nehmen sich das neue Gehäuse. Das heißt, besser wäre, wenn man nur Schnecken hat oder Krebse. Oder? Ich habe gelesen, pro 10 Liter. Ja, ich würde da einen guten Mix würde ich da einsetzen. Ich würde Schnecken und Krebse verwenden. Allerdings würde ich nicht so viele Einsiedlerkrebse nehmen, weil das sind natürlich richtige Rabauken, sage ich mal. Das heißt, die reißen ihn nachher, wenn sie eine kleine schöne Ball da reinstellen, man hat ihn festgeklebt, dann schmeißen die Einsiedlerkrebse sich oft gerne um. Weil die haben eine ganz große Kunst, genau die Korallen zu finden, die nicht befestigt sind, und die schmeißen die um, weil die haben eine unwahrscheinliche Kraft. Was man zu dem Thema Schnecken Einsiedler vielleicht noch sagen sollte, ist, dass meiner Meinung nach wahrscheinlich die Geister ein bisschen auf jeden Fall sinnvoll ist, mehr Schnecken einzusetzen, weil sich auf dem Gestein gerade in der Oberfläche eine Berührung und eine Anerhöhung zu verschiedenen Bakterienstämmen für die damit diese aerobe Zone auf der Gesteinsoberfläche tief bleiben kann, muss diese von Bakterienfilmen gereinigt werden. Das machen nur die Schnecken, die wirklich die Steine haben nicht. Das schaffen sie eins nicht. Es gibt sicherlich Leute, die ihr Becken nur die Einsiedlerkrebsen fahren, einfach um so einen Hauskauf zum Beispiel vorzubeugen. Ja? Ich bin aber der Meinung, dass es sehr wichtig ist, auch einen großen Teil Schnecken einzusetzen, um eben diese Reinigungswirkung von den Bakterienfilmen auf dem Lebensgestein aufrechtzuerhalten. Ja. Also ich würde für das Aquamanic Blending würde ich vorschlagen, ich würde zwischen 10 und 15 Schnecken Minimum einsetzen, hier in etwa 10 Schnecken. Und dann Einsiedlerkrebs, wenn man es halt mischen möchte. Wie gesagt, würde ich für dieses Mal 3-4 Einsiedler rechnen und hier in etwa 8 Einsiedler rechnen. Mehr würde ich dafür nicht eingreifen. Würde aber deutlich die Schnecken halt. Ja, die Einsiedler gibt es ja verschiedene Arten. Ja, da muss man sich natürlich auch im Vorfeld, würde ich sagen, hier erstmal schlau machen. Weil da gibt es natürlich auch einige Räuber unter den Einsiedlern, die auch dann die anderen Arten, die sie vielleicht kaufen, dann halt eben denen nachstellen und die aus ihrem Häuschen ziehen und die werden die dann, und dann auf jeden Fall auch noch kaputt machen. Aber da wird mit Sicherheit dann auch im Fachhandel darüber beraten werden, was man da speziell für welche nehmen kann. Und ich würde für diese Becken halt auch immer recht klein bleiben nehmen, also nichts nehmen, was wirklich groß wird. Es gibt ja auch diesen Ringelsocken-Einsiedler zum Beispiel, der wird natürlich schon ein richtiger Oschi. Und der wird dann auch dementsprechend später gefährlich werden. Den würde ich rauslassen. Eignen sich die kleinen Systeme auch für Seenadeln oder Seepferdchen? Jein, bedingt. Wir hatten in der ersten Veranstaltung schon auch die Frage mit dem Seepferdchen. Also ich muss dazu eins sagen, ich persönlich würde ganz klar sagen, dass wir hier in dem System ein reines Korallensystem einfach mal so ansehen. Ja? Hier können wir an Tieren wirklich ein paar kleinere Wirbellose halten, Einsiedler, Schnecken, auch vielleicht ein paar kleine Sechs-Schritt-Garnelen zum Beispiel, die sind immer ganz lustig. Fische würde ich hier gegebenenfalls vielleicht ganz rauslassen. Ja, es wäre möglich, eine ganz kleine, es gibt ganz kleine Nahrungsrunden, die wären vielleicht möglich. Nur ich würde es mir eigentlich vielleicht nicht unbedingt anhören. Aber das ist auch immer wieder eine Glaubensfrage. Also ich persönlich fahre zu Hause auch schon immer nur reine Korallen weg.
Mir gefällt es eher, ich habe ein schönes, richtig knallig buntes Becken, wo sich alles drin bewegt. Das ist meine Welt. Es gibt aber selbstverständlich auch da wieder Leute, die sagen, ich will lieber Fische haben. Da muss man sich ein größeres Becken nehmen. Bei dem 80 Meter haben wir natürlich schon wieder einige Möglichkeiten mehr. Wobei wir jetzt hier ganz klar unterscheiden müssen. Wir haben hier ein Riffbecken. Wenn Sie Seepferdchen halten wollen, die leben ja eigentlich ursprünglich in den Seegraswiesen im Becken. Das heißt, denen ist das hier viel zu viel Strömung in diesem Becken. Und der gesamte Besatz, weil es halt eben ein Stück Riff ist, eine Riffkante quasi, soll ja hier simuliert werden, sind die hier eigentlich fehl am Platz. Das heißt, wir müssten so ein Becken, wäre technisch, wäre es machbar. Auch von der Größe können wir hier mit Sicherheit auch Seepferdchen halten. Nicht alle Sorten, aber viele. Und da musste das aber, wie gesagt, umgestaltet werden. Halt wie eine Seegraswiese, das heißt, lange höhere Algen rein. Es gibt auch Seepferdchen, die dann auf Borgonien, das sind im Prinzip hier diese länglichen hier, die an der Seite stehen. Das kleine haben wir jetzt hier, die sind natürlich jetzt zu. Da gibt es auch Seepferdchen für, das sind noch ganz, ganz kleine. Die sind allerdings immer noch schwer